2021 scheint das Jahr der Liebescomebacks zu sein. Erst fanden Jennifer Lopez und Ben Affleck wieder zueinander. Nun sollen angeblich Jennifer Aniston und David Schwimmer ein Paar sein. Gibt es das Friends-Traumpaar Ross und Rachel also im echten Leben? Bei der großen Reunion der Kultshow im Juni gestanden die Schauspieler bereits, sich damals bei den Dreharbeiten ineinander verguckt zu haben. Mehr wurde daraus aber nie, da immer einer von ihnen in einer Beziehung war. Wir haben all unsere Zuneigung und Liebe füreinander in Ross und Rachel fließen lassen. Im Anschluss an die Reunion soll es nun wieder gefunkt haben. Ein Insider erklärt gegenüber dem Magazin Closer: Nach dem Wiedersehen wurde klar, dass die Erinnerungen an die Vergangenheit bei beiden Gefühle geweckt hatten und dass die Chemie zwischen ihnen, die sie immer zurückhalten mussten, noch immer da war. Bei Friends-Fans löst diese Neuigkeit große Freude aus. Doch leider bekommt die auch gleich einen Dämpfer. Das Management von David Schwimmer erklärt nämlich gegenüber der Huffington Post, an den Liebesgerüchten sei leider nichts dran. Oder ist das nur ein geschicktes Ablenkungsmanöver? Wir geben die Hoffnung an Ross und Rachel noch nicht auf.